Ein Spiel mit der Perspektive. Aus 3D wird 2D. Diverse Gegenstände fügen sich zu einem Bild des Schriftstellers Franz Kafka zusammen. Ein anamorphes Porträt. Anamorph kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie umgeformt. Das Bild ist zunächst verzerrt und formt sich erst, wenn man die Perspektive wechselt. Der Betrachter muss dabei einen ganz bestimmten Punkt im Raum einnehmen, um das Ergebnis zu sehen. Der tschechische Künstler Patrik Brožko hat sich auf Illusionen spezialisiert. Seine anamorphen Bilder sind mehrere Meter groß und nehmen einen ganzen Raum ein. Die meisten bilden berühmte Tschechen ab. Hier den Gründer des heute weltweit größten Schuhunternehmens Batya. Tomáš Batya ist eins meiner neuesten Werke. Alle anamorphen Skulpturen, die hier zu sehen sind, werden aus Dingen gemacht, die mit der abgebildeten Person irgendwie zu tun haben. Das heißt, hier handelt es sich tatsächlich um ein Porträt von Tomáš Batya. Komplett aus Schuhen. Etwa 200 Sohlen, alte und kaputte Schuhe, Stoff und Lederstücke. Wochenlang hat Patrik Brožko gesammelt, um die passenden Elemente zusammenzubekommen. Es ist eine der herausforderndsten skulpturalen Techniken, die ich kenne. Die Gegenstände müssen nicht nur mit der Person zu tun haben, sie müssen auch eine ganz bestimmte Größe haben, weil sie in dem Kunstwerk an eine ganz bestimmte Stelle kommen sollen. Dann müssen sie die richtige Farbe haben, da ich mit den Gegenständen auch Licht und Schatten modelliere. Ich brauche die richtige Farbe und dann die absolut passende Form. Jeder Schuh wie ein Pinselstrich. Das Original, ein Foto von Tomáš Batya. Hinter diesem Stapel aus Computern, Lampen und anderen Elektrogeräten verbirgt sich Nikola Tesla, ein Pionier im Bereich der Elektrotechnik. Für eine Skulptur wie diese braucht Patrik Brožko etwa 2 Monate. Beim Zusammenbauen das Wichtigste? Genaues Augenmaß. Wenn ich ein Porträt einer weltberühmten Persönlichkeit mache, muss ich wirklich millimetergenau arbeiten, damit die Person am Ende erkennbar ist. Ich muss also ständig gucken, ob alles noch stimmt. Also immer zum Betrachterpunkt gehen und alles überprüfen. Denn liegt der Gegenstand nicht exakt an der richtigen Stelle, würde das Porträt zur Karikatur werden. Seine Skulpturen stellt Patrik Brožko im Illusion Art Museum aus. Das Museum befindet sich inmitten der Altstadt der tschechischen Hauptstadt Prag. Das Herzstück der Ausstellung ist den berühmten Komponisten des Landes gewidmet. Einerseits Antonín Dvořák. Das raffinierte Doppelporträt aus Musikinstrumenten und Noten zeigt auf der anderen Seite Benderschich Smetana. Es ist eine Skulptur, die von allen Seiten betrachtet werden kann und nicht nur von einer. Dabei ändert sich ständig das Motiv. Ein Rundum-Kunstwerk und definitiv meine komplizierteste Arbeit. 6 anamorphe Skulpturen hat Patrik Brožko bereits angefertigt. Eine 7. ist in Arbeit und soll im Herbst fertig werden.